wir haben keine Strohausfall, sondern es ist halt für den Ort ein bisschen gemütlich, dass wir jetzt bei der C-Jugend uns immer erstmal ein bisschen gemütlich haben. Also, wir haben heute die 21. Aufgabe des Morgenfeier-Gegenturniers. Seit 21 Jahren fehlen dieses Turnier und typisch für unsere Eichel. Wir haben bis jetzt ein Jahr vorbei, uns das Turnier auszuführen, und das ist natürlich auch dieses Jahr schon. Wie immer, in vier Altersklassen, von der F-Jugend bis zur C-Jugend. Gerade eben auch schon die F-Jugend im Einsatz für den ersten Teil des Turniers, morgen fördert auch die E- und die D-Jugend. Also ich kann schon mal sagen, dass der richtige Trainer FC war das F-Jugend-Turnier gewonnen hat. Das heißt, wir haben 8 Punkte, sind damit Führer dieser Wertung und jetzt probieren wir die C-Jugend-Mannschaften dort auch Punkte zu sammeln. Aber wir wollen natürlich erstmal die Mannschaften begrüßen, die bei diesem Turnier heute dabei sind. Also, recht herzlich begrüßt hier zum ersten Mal dabei unsere Freunde aus dem Südpolis, der Lichterfelder FC Berlin. Herzlich willkommen!
bisschen zeitlos, deswegen war ich auch ein bisschen. Also, ich denke mal, für euch alle ist es wahrscheinlich das erste Turnier dieses Jahr in der Halle, deswegen frischen wir noch kurz die Decke auf. Wir spielen dort drüben an der Heizung mit Bande. Alles, was gegen das Fenster geht, ist ein Dribbeln. Auf dieser Seite hier ist die rote Linie aus, auch dort wird eingedribbelt. Dann haben wir eine kleine Frage, und zwar ist das eine Frage an den Trainer. Ich wurde gefragt, was wir machen mit der Torwartregel. Also eigentlich gilt ja die Regel, dass der Torwart nicht mehr seinen Kreis verlassen darf, außerhalb einer Torabwehr. Wir würden es auch eigentlich gerne sehen, wenn die Torhüter eigentlich ein bisschen mitspielen. Jetzt wollte ich mal kurz in die Runde fragen, ob das in Ordnung geht. Da sehe ich die Kopf schütteln für okay, was ist hier drüben? Auch okay. Also, an die Torhüter, ihr könnt also mit raus, ihr könnt also mitspielen. Was nicht erlaubt ist, ist Torhüter der Linie. Das heißt, ihr müsst erst über die Linie, dann darf ein Tor platziert werden. Ansonsten wichtig, alle, die ich jetzt hier sehe, die noch eine Kette rum haben oder so, also jeglichen Schmuck bitte ablegen, damit ihr euch hier nicht verletzt. Schiebein schon mal so auf, das ist wichtig. Wir spielen 10 Minuten jeweils in 2 Vierergruppen. Die ersten 2 kommen ins Halbfinale, die anderen spielen eine Platzierung aus. Und wir fangen an mit folgender Bewegung. Und zwar aus der Gruppe A mit dem ersten FC Schöneberg, die geht in der TC. An die Gäste, wir haben draußen hier gesehen, die hier drin Verkaufsstände aufgebaut, wo ihr euch was zu essen holen könnt, was zu trinken holen könnt. Genauso wollen wir recht herzlich begrüßen unseren Ausstatter, und zwar die Firma Sachentext. Dort habt ihr die Möglichkeit, euch Textilien zu kaufen und sie vor Ort hier auch bedrucken zu lassen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir ein schönes, vor allem faires Turnier sehen und dass die beste Mannschaft am Ende gewinnen wird. Ja, also schönen Dank und ein schönes Turnier.